Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav mit F. Willkommen zurück zu Road to Damaskus. Eine Serie, die fast verloren ist. Aber ja, ich habe mich vollkommen verliebt in diese neue Sniper und ich werde euch heute dazu alles zeigen. Und wir werden sie zusammen auf Gold spielen, im Multiplayer und danach noch Warzone, werdet ihr die auch sehen. Aber zuerst, gesponsert ist das Video von Opera GX, den ersten Gaming-Browser und damit das zweite Mal auf diesem Kanal hier. Vielleicht kennt ihr es vom letzten Mal noch, es gibt ja eine WhatsApp-Integration zum Beispiel, die ich sehr gerne nutze. Instagram benutze ich auch sehr gerne. Und links da, wo die anderen Integrationen sind, kannst du jetzt auch Discord reintun. Einfach Discord. Opera hat jetzt übrigens auch einen eigenen Discord-Server. Und die haben mir gesagt, ihr könnt ja gerne reinkommen. Es gibt irgendwelche Gewinnspiele, die machen. Aber gemein habe ich gedacht, das ist eine ziemlich aktive Community. Also gar nicht mehr so ein schlechter Server scheinbar. Einer ist cooler. Die starken anderen Integrationen wie Twitch sind natürlich immer noch drin, wo ihr euren Lieblingsstreamer gucken könnt, wie zum Beispiel mich oder halt Raptor. Den akzeptiere ich auch noch. Jetzt kommen wir aber zum Gaming-Teil. Wir haben hier GX Control. Da kannst du zum Beispiel sehen, wie viele deine Tabs an Leistung verbrauchen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier YouTube offen. Verbraucht ein bisschen RAM, aber nicht gerade viel CPU, weil man nichts Neues lädt. Wenn wir der Meinung sind, dass wir gerade irgendwie zocken wollen und gar nicht diese Leistung brauchen, die der Browser hat, dann können wir einfach CPU-Limiter einstellen zum Beispiel oder einen RAM-Limiter und damit mehr Leistung für die Spiele haben. Immer noch praktisch, vor allen Dingen, wenn man noch irgendwie dazu streamen möchte, weil Browser dazu tendieren, sehr viel zu verbrauchen. Kommen wir noch zu einem der stärksten Sachen, die es in diesem Browser gibt, die GX Corner. Als Gamer einfach nur genialen Veröffentlichungskalender zu haben, der dir sagt, wann welche Spiele kommen und natürlich kostenlose Spiele. Wie beim letzten Mal, ist immer noch drin, ist immer noch stark. Falls mal irgendein Spiel plötzlich kostenlos ist, dann wirst du das hier erfahren. Rocket League ist ja zum Beispiel jetzt kostenlos geworden, aber du siehst ja auch hier die PS Plus Titel, wie jetzt zum Beispiel Street Fighter 5. Falls ich also euer Interesse geweckt habe, erster Link in der Beschreibung wird euch helfen, wird mir helfen. Über den Link werdet ihr es runterladen, dann könnt ihr zum Beispiel Lesezeichen importieren, was ich gemacht habe. Wenn ihr oben rechts auf das Icon klickt, dann könnt ihr hier den Browser anpassen auf die Farben, die ihr wollt. Ich habe schon länger einfach nur dieses Rot-Schwarz, was ich sehr geil finde, und habe einfach meinen Hintergrund als Hintergrund genommen. Danke für das Sponsoring. Also wir quälen uns jetzt nochmal ganz kurz durch die geduckten Abschüsse. Die kann ja wohl niemand abhaben. Ich weiß nicht, wie man... Naja, egal. Was haben wir hier noch? Zwei Doppelabschüsse, ein paar Abschüsse mit allen Aufsätzen und ein paar Abschüsse ohne zu sterben. Let's go. Ich probiere mich gerade noch ein bisschen aus. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, der Lauf hier ist sehr, sehr stark. Und diese Munition, also die zweite Munition, ist tatsächlich wohl besser einfach als die hier. Als ich sie zum ersten Mal bekommen habe, ich gedacht, oh mein Gott, was für eine kranke Munition, weil du damit einfach Leute bei Bewegung abschießen kannst, ohne vorauszuzielen. Aber die hat das einigermaßen auch, vielleicht genauso gut, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die hat mehr Schaden in dem Bauchbereich. Also die erweitert quasi diesen höchsten Multiplikator, der jetzt im Multiplayer zum Beispiel One-Shot macht, von oberen Torso auf den unteren Torso auch. Ey, so. Geduckte Abschüsse sind super anstrengend, finde ich. Aber, ja, keine Ahnung. You do what you gotta do, right? Von allen Seiten! Aha. Siehst du, das war jetzt das Problem, Mann. Weißt du, wie oft ich das habe, dass ich jemanden sehe, da setze ich mich hin und dann bin ich einfach zu tief, um ihn zu sehen. Also ich mache immer die schwersten Sachen zuerst. Ich weiß nicht, da fühle ich mich am wohlsten mit. Und dazu gehört jetzt zum Beispiel, Digga. Ey, Mann, ich weiß, ich kann dir gar nicht erklären, wie mich das aufregt. Ich will mich einfach nur hinsetzen, um zu schießen. Mein Typ rutscht. Oh, das war jetzt nicht so gut von dir, Papa Mafia. Zack, weg mit dem Drech, ne? Drei Schuss noch. Reicht. Zack, Spielverderber. Oh, das liest man gerne. Oh, eine Drohne. Ich spiele voll gerne. Oh, ich spiele voll gerne ohne Visier mit dem Ding. Das macht richtig Spaß. Ich meine, das sieht aus wie eine MP7, nur halt, da kommt ein Sniper-Schuss raus. Nein, jetzt habe ich mich hingesetzt. Oh, ah, das tut alles weh. Oh, ich weiß leider nicht, wie viel ich noch machen muss. Aber ich meine, es läuft ja echt gut. Es läuft echt gut. Nein, oh, ich stand. Scheiße. Wo ist denn da jemand? Da. Oh, Hitmarker. Was? Belasten. Hit. Okay, das ist jetzt zu viel. Oh. Das fühlt sich gut an. Haben wir das jetzt langsam? Wie viele Abschüsse soll ich denn noch machen mit... Mit hinsetzen? Ich war, ja, ich habe nicht drauf geachtet, ne? Oh, der war schön, oder? Oh. Jawohlski. Da ist einer gewesen. Schreibt... leg dich hin! Oh nein, ich war zu nah an der Wand. Oh, ich habe eine Granate hier mal getötet. Der war schön. Oh nein, warum? Nein. Oh. Oh. Was mache ich für Geräusche hier? Oh. Oh, das tut so gut, ne? Oh mein Gott, hat das... Oh mein Gott.
Waffe macht so Spaß. Die ist so dermaßen viel besser als die anderen Sniper. Die Wahrheit ist, die Waffe soll ein Konkurrent der K sein, aber sie ist besser als die K in eigentlich jedem Punkt. Das ist ein bisschen komisch manchmal, ne? Wenn sie DLC-Waffen reinbringen und dann sowas kommt immer. Ja, schauen wir mal, was wir da schon haben. Übrigens, Kleinigkeit natürlich, falls ihr euch den Battle Pass kauft, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eintragt. Hier unten einfach Creator unterstützen, anklicken und dann Boost-Stuff eingeben. Bap, und dann steht's hier oben. Da jetzt irgendwie gar nichts mitbekommen an Tarnung, was wir da bekommen haben. Okay, wir haben auf jeden Fall das hier geschafft, natürlich. Wir haben Doppelabschüsse geschafft, wir haben die Hingeduckten angeschafft, ja. Oh wow, wir waren, oh wow, wir waren aber auch gut unterwegs, muss man sagen. Er hat langsam die Tür aufgemacht. Habt ihr das gehört? Man hat nur so ein Wii-Wii gehört. Eine noch, dann haben wir unseren ersten Dreier. Oh, oh mein, als ob ich den getroffen habe. Wer hat denn hier so ein Ding hingetan, Lul? Gern geschehen. Danke für den Dreier. Im Endeffekt nicht mit bewegen. Nö, wenn der so durchfeuert. Oh, der war knapp, ne? Bam. Ich glaube, das war's schon. Wir müssen jetzt Gold haben. Jawohl. Jetzt mal gegen auf, Baby! Also so wie ich das Setup hier habe, das macht mir Spaß. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für Multiplayer. Ich kann natürlich auch, wir machen das jetzt einfach mal so zum Spaß. Ich kann natürlich auch sehr gerne. Ich nehme nochmal Fokus raus und mache dieses Visier, ne? Das ist so dermaßen krank gut. Meiner Meinung nach das beste Scope, was es im Spiel gibt. Guckt euch das mal an. Dieser rote Punkt in der Mitte, feine Striche drumherum. Wundervoll. Also einfach wundervoll. So, hier. Oh, wundervoll. Ja, und damit kann man natürlich wunderschöne Quickscopes machen. Das ist eine Quickscope-Maschine. Hallo? Wo? Der. Ja gut, der macht wahrscheinlich dann auch die Tarnung gerade, ne? Okay. Bam. Da müsste aber noch einer sein, ne? Ja, guck mal, da ist er. Blöd. Da müsste noch einer sein. Ach, da. Der war ja oben drauf, oh, ey! Frech. Der Typ, er macht halt echt den hier, ne? Der ist da die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Ah, nein! Nicht schon wieder! Ey, ich schwöre, der Typ hat mir einfach dreimal hintereinander von da oben abgeschossen. Kann er jetzt einfach rein und no-scope den. Gut, dass wir in dieser Runde verlieren, war klar. Let's go, Gold! Jetzt bin ich auch gespannt, wie das aussieht. Oh, ist mein Spiel wieder abgestürzt? Vielleicht am Update schlimm, ne? Aber das kennt ihr, habt ihr bestimmt alle genauso erfahren. Mein Spiel ist abgestürzt. Okay, doch hat er. Er zeigt es noch nicht mehr als neu an. Oh, das sieht aber nicht so schön aus. Okay, das sieht schick aus. Oh, das sieht nicht so schön aus. Okay, dann haben wir die wohl auf Damaskus, meine Damen und Herren. Es gab, also wenn ich jetzt sowas betrachte, ich weiß nicht, guck mal, das sieht doch viel smoother aus. So ein durchgehende. Ich finde, das sieht schicker aus als die anderen Tarnungen, die wir gerade gesehen haben. Weil es halt einfach durchgehend ist. Homogen nennt man das, meine Damen und Herren. Homogen. Und jetzt habe ich noch eine schöne Runde Warzone von gestern. Da habe ich 14 Stunden gestreamt. Und eine richtig geile Runde mit Raptor gehabt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Lapua-Munition versucht habe. Und ihr werdet auf jeden Fall sehen, dass das natürlich toll funktioniert. Starke Runde, aber ich werde auf jeden Fall noch was von Warzone mitzeigen. Nee, das war das erste Mal überhaupt, dass ich die Filme geguckt habe. Ich habe die Bücher immer gerne gelesen. Sinn. Ich habe die Filme noch nie gesehen. Wollen wir schnell noch Geistlohn? Ja. Haben sie dir denn gefallen? Sehr. Ja, also ne? Ich war hin und weg eigentlich kurz. Oh, da sind Leute. Auf Elektrik oder was? Nein, auf unserem Loot. Knapp okay. Dahinter jetzt ungefähr. Zwei Leute. Einer da K.O. Richtig. Der andere ist weak. Ich gucke kurz, aber der piekt nicht. Ich kann dich zusammenflicken. Hatten wir den anderen finished? Ja, ich habe den gefinished. Vielleicht ist er links close gelaufen. Kann natürlich sein. Niemand weiß es. Ja, er ist hier links an der Mauer. Hier. Oh.
Hey, Gasmaske. Versuchen wir den Heli zu holen. Oh. Hinter mir Snipe. Nicht mehr Heli holen. Oben auf grün drauf. Ja. Mach der du, hol Lordot, hol Lordot. Der ist nicht so heftig. Das. Er wartet seine Gasmaske ab. Gut, soll er machen. K.O. Oh, so ein Vollidiot. Oh, die Waffe macht so Spaß, ey. Jungs, ich bin 13 Stunden online. Ja, und nicht 12 Stunden 16. Lol, ich bin schon über 12 Stunden. Was hat niemand gesagt, oder was? Lol, dann bist du ja schon vor 9 live gegangen. Ne, ich hab dir zugeguckt und dann haben wir beide das Update gestartet. Und dachte ich, dann habe ich das Update gestartet, hab mich hingelegt und konnte absolut nicht schlafen, war viel zu aufgeregt. Vor uns links. Oh, shit. Hab den gleich, knock. Finished. Fucking Joker make. Ja, mich. Er hat uns beide gut. Da ist noch einer. Fucking Joker make. Der andere what? Nein, that shit the hacken. Oh, what is that shit in the hacken? Ja. Boah, hat sich das gut angefühlt. Oh, direkt rechts vor dir. Einen knock. Andere am Snipen. K.O. Mach das. Nice. Ah, mein Gott, ich war bestimmt. Ich kann dich gerne holen. Jo. Alter, ich laufe einfach nur und sehe jemanden parallel zu dir laufen. Bro, ich hab den ersten genommen. Ich hatte meine Hand an der Pizza. Meine rechte Hand. Die Sniper ist... Ich glaube tatsächlich, dass auch diese 300 Magnum noch ein bisschen geiler ist, aber ich weiß es noch nicht. Was ist denn der Unterschied stat-technisch von denen? Die macht mehr Schaden. Die du jetzt hast? Ja, also die Munition steht einfach flat drauf, mehr Schaden. Also gehe ich davon aus, dass sie mehr One-Hit-Potenzial hat wahrscheinlich oder so. One-Shot einer. Einer K.O. Knocked beide. Einer down. Also finished. Beide finished. Ja, hier oben drauf. Ich sehe nicht. Ist K.O. Ja, ich bin stunned. Ja, du auch, okay. Aber der oben ist K.O. gerade. Ja. Gerest. Team ausgelöscht, lol. Okay. wo ist deiner? Ganz oben? Nee, ja, hier, nein. Ja. Hab ich K.O.? Wichtig, ich geh hoch, finish ihn. Ich kann dir sagen, was den gerade getötet hat, nicht ich. Der andere ist drüben, weak, oberes Fenster, Mitte. Ja. Können wir gerne machen. Ich hab Spezialmuni gehabt, der hatte keine Chance, das war so krank. Okay. Werfe Betäubungsgranate! Ist gestunt? Kann sein, dass der hinten rausgeht. Ist er stunt? Ja. Oh. Gott, wo war der? Oh, du bist so schlecht. Oh nein. Er war so schlecht. Oh mein fucking Gott. Shit. Alter, wie viele Origin-Kugeln hat er geschossen? Alle? Alle. Und der hat mich, keine Ahnung, einmal getroffen oder so? Also, wow. Vor allen Dingen, ich bin an ihm vorbeigerannt, glaube ich. Aber wie du direkt so sagst, oh Mann, du bist echt schlecht. Ich hätte schon. Du hast eine Shotgun, das einfachste zu spielende Gerät in dem ganzen Spiel. Und triffst mich nicht. Oh Mann, du bist echt schlecht. Und die snipen sich auch gegenseitig. Ja, der steht, hier. Ich würde. Ah, oh, ich kann nicht sehen. Habt ihr gleich? Ja, ich seh's. Hinten noch einer. K.O. hier hinten. Nice one. Ich finde, stehen hier mal schnell. Der, meiner hat oben auf jeden, einen K.O. Ist deiner gestorben? Ja, ich habe meinen gefinished gehabt. Achso. Ich hab oben einen K.O. hier. Okay. Zwei Teams noch. Schon gut. Zwei Duos. Wollen wir ein Stück höher? Ich meine, wir könnten. Ich habe Angst. Wir haben null Ahnung, wo die zweite. Warte, wir haben so viel Geld, Lul. Einfach alles zukleistern. Warte. Machst du erstmal Drohne oder was? Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung! Der ist runter zu mir. Ins kleine Haus hier. Einer down oben. Den unten stun ich und kill den gleich. Hab den stunt. Hab den Push, Team halb. Nice. Ein Team noch. Links. Da, One-Shot. Absolut. Und der, okay. Und der andere wird auch geglitcht. Ich hab Self-Rest. Mach dein Ding. Ich hab die noch gar nicht gesehen, welcher. Die sind beide an einer beiden K.O., Dingern. Nice. Welcher ist noch? Rechts oder links? Der rechte, glaube ich. Okay. Der linke. Ich hab den rechten jetzt erst gesehen. Ich hab links geairstrikt. Ist gut. Wir haben das. Kein Stress. Ah, ja, der ist easy. Der ist runter jetzt erstmal. Hier rechts runter. Ich hab ihn. Ja, nice, Georg. Oh mein Gott, let's go, baby. Die Runde haben wir so verdient. Beide 15. Perfekt 30, Digga. Diese Runde haben wir so verdient. Oh mein Gott. Oh, Junge, seit wir die Duos angefangen haben, war das eine gute Runde nach der anderen und wir wurden nie belohnt. Ja, man kann immer wieder sagen, unsere Duos sind einfach krass. Das ist wirklich so, ne? Ich weiß nicht.
Ich habe auch irgendwie keinen anderen, mit dem ich solche Duos habe. Du schießt quasi so ein bisschen wie mit einer AX, vielleicht sogar mit einer HDR. So fühlt sich das irgendwo dazwischen an. Ja. Aber die hat einfach das Handling von einer K. Die ist einfach schnell. Okay, das ist krank. Aber halt, dass die Magazin hat, ist überragend. Scheiße, die Waffe ist zu stark, glaube ich.